Was bestellt man zu 99% bei Minder? Richtig, ein Butter Chicken. Und bereut man es zu 99% nicht, denn es ist einfach nur lecker. Und deswegen gibt es heute Butter Chicken. Zu einem Butter Chicken isst man natürlich Reis, aber nicht nur das, sondern auch ein Naanbrot. Und das machen wir jetzt als allererstes, denn der Teig muss für Minimum 30 Minuten ruhen. Wir nehmen uns eine Schüssel. Hinein geben wir 200 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel braunen Zucker, einen halben Teelöffel Backpulver, einen Teelöffel Trockenhefe, ein bisschen Salz, 80 Gramm Joghurt und 100 Milliliter Wasser, lauwarmes Wasser. Miteinander vermischen und danach kneten wir den Teig. Circa 5 Minuten kneten reichen. Ist ein eher feuchter Teig, man kann auch noch ein bisschen mehr Mehl dazugeben. Ich habe jetzt auch noch mal circa 10 Gramm dazugegeben. Geben wieder in unsere Schüssel und dann lassen wir ihn für sicher 30 Minuten ruhen. Eine Stunde wäre besser, aber lieber 30 Minuten als gar nicht. Das Naanbrot wird natürlich nicht einfach nur trocken serviert, sondern es kommt danach noch eine dicke Butterschicht drauf. Gleichzeitig braten wir es auch noch mit Knoblauch an. Wer mich schon länger folgt, weiß, ich liebe Knoblauch. Und zusätzlich noch Koriander. Und dieser Bisschen, dieses Naanbrot wird einfach nur herrlich. Schritt Nummer 2, Hähnchenbrust marinieren. Wer mag, kann auch Hähnchensteaks nehmen. Die sind nochmal ein bisschen saftiger als die Hähnchenbrust. Ich mag aber die zarte Hähnchenbrust, deswegen verwende ich die. Ist natürlich dir überlassen. Die schneiden wir zuerst in kleine Stücke. Einmal halbieren. Und dann so kleine Würfel schneiden. Das kommt in eine Schüssel. Für die Marinade vom Hähnchen brauchen wir natürlich genügend Knoblauchzehen, aber auch Ingwer. Ich weiß, viele mögen Ingwer nicht so gerne und der ist sehr stark, wenn man ihn jetzt zum Beispiel trinkt. Aber in asiatischen Gerichten kommt er vor und ich muss ehrlich sagen, der Geschmack passt hervorragend. Nicht nur im Butter Chicken, in eigentlich allen asiatischen Gerichten mag ich Ingwer sehr. Deswegen empfehle ich dir, Ingwer zu benutzen. Vertrau mir. Beim Knoblauch will man nicht sparen. Ich nehme jetzt 4 Knoblauchzehen für nachher, für das Butter Chicken selber und 2 Knoblauchzehen für die Marinade vom Hähnchen. Bei Bio-Ingwer kannst du die Schale bedenkenlos mit dazu reiben. Ich muss ehrlich sagen, jetzt dieses Mal habe ich keinen Bio-Ingwer gefunden. Deswegen habe ich ihn vorsichtshalber geschält. Ingwer und Knoblauch geben wir zu unserem Hähnchen. Dazu kommt auch noch ein Teelöffel Kurkuma-Pulver. Ich bin ein großer Fan von Kurkuma-Pulver. Vor allem bei so einem Gericht verleiht es dem Ganzen eine unheimlich schöne Farbe. Dieses orange-gelb-rötliche mag ich sehr. Und auch den Geschmack davon. Dazu kommt auch noch ein Teelöffel Chili-Pulver und ein bisschen Salz. Das Hähnchen kommt jetzt nochmal für ein paar Minuten in den Kühlschrank. Auch hier optimal wäre natürlich eine Stunde. 24 Stunden wären noch besser. Ich kann auch empfehlen, das Ganze noch mit Joghurt zu marinieren, damit es noch zarter. Wir machen heute ein schnelles Butter Chicken und kein 24 Stunden Butter Chicken. Deswegen gebe ich das für ca. 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank, während wir die anderen Zutaten zubereiten. Wir nehmen uns ca. 4 Tomaten. Ich bin ein Fan von frischen Tomaten. Die aus der Dose sind zwar ein bisschen intensiver geschmacklich, aber ich bereite das Ganze gerne frisch zu und deswegen nehme ich frische Tomaten, Bio und eine Zwiebel. Die Tomaten schneiden wir in grobe Stücke und die Zwiebel schneiden wir fein. Damit der Saft der Tomate nicht verloren geht, empfehle ich ein Plastikbrett zu verwenden. Das waschen natürlich und grob schneiden. Und für am Schluss schneiden wir bereits unseren Koriander. Den brauchen wir fürs Naanbrot und auch für unser Butter Chicken. Der Stiel vom Koriander kann ruhig mitgeschnitten werden, denn der hat nochmal einen ganz eigenen Geschmack. Ist sogar nochmal ein bisschen intensiver als die Korianderblätter. Deswegen meine Empfehlung, Stiel mitschneiden. Jetzt wird gekocht. Das Gute ist, Butter Chicken ist ein One-Pot-Gericht. Das heißt, du brauchst nur eine Pfanne, damit ist erledigt. Klar, für das Naanbrot nehme ich jetzt noch eine zweite, aber das Butter Chicken selber kannst du in einer Pfanne machen. Somit sehr übersichtlich und auch sehr schnell zubereitet. Unser Hähnchen hat genug lange im Kühlschrank geruht. Das wird jetzt gebraten. Herrlich. Kurkuma sticht heraus, aber auch Ingwer. Und natürlich Knoblauch. Das Hähnchen wird kurz beidseitig angebraten, beziehungsweise auf allen Seiten. Es muss nicht ganz durch sein, da es danach noch im Butter Chicken in der Soße selber für ein paar Minuten mitgeköchelt wird. Als Öl verwende ich Rapsöl, kannst aber auch Sonnenblumenöl verwenden. Sobald das Öl ein bisschen Hitze bekommen hat, geben wir das Hähnchen hinein. Nachdem es kurz auf allen Seiten angebraten wurde, nehmen wir es heraus und ich kann jetzt schon sagen, es duftet so herrlich
Und sogar die Pfanne hat schon Kurkuma-Farbe angenommen. Jetzt haben wir ein paar Röstaromen vom Hähnchen in der Pfanne. Jetzt warten wir gar nicht lange und geben gleich unsere Zwiebel hinein, schwitzen sie an. Falls nötig nochmal ein bisschen Öl dazugeben. Dann kommt auch schon unser Knoblauch und Ingwer dazu. Und ich will ehrlich sein, ich will da nicht lügen. Ich habe nochmal 2 Knoblauchzehen gerieben. Wir sind bei 6. Mit Hähnchen bei 8. Wer kein Knoblauch mag, muss mir leider folgen. Und nicht nur Chicken wird groß geschrieben beim Butter Chicken, sondern auch Butter. Deswegen geben wir dann ein großes Stück dazu. Reduzieren die Hitze auf mittlere Stufe. Aufpassen, dass die Butter nicht anbrennt. Und jetzt tropft auch schon der Saft von unseren Tomaten hinein. Und die geben wir gleich dazu. Ziel ist natürlich, dass jetzt der ganze Saft von den Tomaten austritt, damit wir am Ende eine schöne Soße haben. Ich kann jetzt schon sagen, es duftet herrlich. Es liegt so ein buttriger Duft in der Luft. Und jetzt wollen wir das Aroma noch ein bisschen verstärken. Jetzt kommen die ganzen Gewürze dazu. Und zwar fangen wir an mit Chili. Dir überlassen wie viel. Ich gebe jetzt nochmal 2 Löffel dazu. Gutes Chili. Masala-Pulver findet man eigentlich in jedem Supermarkt. Müsste auch in Europa sehr verbreitet sein. Besteht aus Kreuzkümmel, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, bisschen Salz, Sumak und noch ein paar weiteren Gewürzen. Davon gebe ich etwa einen Esslöffel dazu. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Kurkuma-Pulver, deswegen nochmal einen halben Teelöffel. 2 Esslöffel Essig, weißen Essig, Weißweinessig. 2 Teelöffel Zucker, nehme hier braunen Zucker und nochmal etwas Salz. Was auch nicht fehlen darf, sind ein paar Cashewnüsse. Davon geben wir ca. 30 bis 50 Gramm dazu. Die Tomaten werden jetzt weich gekocht für ca. 10 bis 15 Minuten. Danach mixen wir das Ganze, denn jeder, der schon mal Butter Chicken hatte, der weiß, dass die Soße ganz fein ist und da hat die Schale von den Tomaten nichts darin zu suchen. Wir geben alles in einen Mixer. Wer möchte, kann auch in der Pfanne mit einem Handmixer das Ganze mixen, aber gibt wahrscheinlich eine ziemliche Sauerei. Was ein Duft. Ziel ist, dass der ganze Saft hier unten austritt und wir hier im Sieb nur noch die Überreste haben von der Tomate und das wollen wir nicht in unserem Butter Chicken. So müsste das dann aussehen, ein schön feines Butter Chicken. In unsere Butter Chicken Soße kommt noch mal ein Stück Butter, unser Hähnchen und ein bisschen Sahne. Und während das Ganze auf niedriger Stufe köchelt, bereiten wir unser Naanbrot zu. Da der Teig ziemlich flüssig ist, brauchen wir noch mal ein bisschen Mehl. Gar nicht mehr groß bearbeiten, sondern direkt in 4 bis 6 Stücke unterteilen. Formen uns kleine Kugeln und wallen sie aus. Der Teig muss nicht allzu dünn sein, denn das Naanbrot hat eine gewisse Dicke. Für unseren Naanbrotaufstrich nehmen wir uns geschmolzene Butter. Hineingeben wir natürlich Knoblauch und ein bisschen Koriander. Geben wir wohl ein Stück Butter in unsere Pfanne, geben unser Naanbrot hinein, streichen es mit unserer Mische ein. Und sobald Blasen entstehen, können wir wenden. Auf die andere Seite einstreichen. Sahne und toppen mit Koriander. Butter Chicken. Wie gesagt, kann man auch herrlich mit Reis kombinieren. Hähnchen, Reis, Naan. Da stimmt einfach alles. Butterig, cremig. Die Gewürze harmonieren so gut miteinander. Die leichte Schärfe. Da vermisse ich fast schon Indien, obwohl ich noch nie dort war. Ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich vom Butter Chicken und bist motiviert, das Ganze nachzumachen. Und falls dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Like da lassen, hilft mir weiter und auch einen netten Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem neuen, leckeren Gericht. Ich sollte das alles nehmen. Lass ich mir jetzt schmecken. Ein guter.